Folge 24, Leute, Folge 24. Yo, yo, yo. Die Woche ist schon fast wieder rum und heute wird weitergebaut am Pornoschuppen zusammen. Lagerhaus. Zusammen mit dem Domi, der sich hier aus dem Off meldet. Der immer noch keinen eigenen Channel hat. Stimme aus dem Off. Die Stimme aus dem Off. Ja, irgendwann, irgendwann. Irgendwann. Das heißt, Channel habe ich ja schon, aber wir müssen das noch üben mit dem Aufnehmen. Ja, das ist tatsächlich von der PlayStation gar nicht so einfach wie vom Computer. Das ist ein bisschen gefrickelt. Ja, vielleicht muss ich mir ja doch eine Capture Card holen. Ja, ja. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Die Bedienung ist ja einfach, das Programm ist auch einfach und irgendwie ist alles einfach. Ja. Nur, ja. Ich wollte Glas. Das dahin. Gut, dann besorge ich dir mal Kies. Oh ja. Das wird das Weglein weiterbauen. Aber zuerst machen wir hier die... Ey, wir müssen dann mal wieder Sand farmen gehen. Ja. Weil wir haben dann nach der Runde, glaube ich, kein Glas mehr. Okay. Jupp. Da haben wir doch schon Kies. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich bin gerade leicht verwirrt. Nur gerade? Ja, nur gerade. Also die Pornosität lässt im Übrigen von innen dann ein wenig nach. Ja, ist ja auch unser Lagerhaus, da hat ja keiner was drin verloren, also solange es von außen gut aussieht. Eben. Das ist falsch, was ich da gemacht habe. So mit dem Bauen bin ich manchmal auch leicht legasthenisch veranlagt. Ja, durchaus. 1, 2, 3. Sieht man an meinem Turm. Ja, ich konnte mir bekannt vor. Oh, Spinne. Und eine Kuh. Oh Gott, eine Kuh. Oh nein. Ah. Der Killer in der Natur. Ja? Hast du Kies? Ja. Geil. Weil wenn wir nämlich Kies haben, dann schaut das gleich alles irgendwie so ein bisschen zusammengehöriger aus einfach, wenn da so Wege führen und so. Und wie schon gesagt, ich mag das Texturenpaket. Das ist ganz cool. Ja, das ist echt nice. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir mal so ein... Also ich habe noch ein anderes geholt, das Fantasy. Aber das finde ich nicht so cool. Ja, es wird mehr so... Ja, das ist halt alles so Eichgold und so. Also so, die Fenster sind mega verziert und naja, ist nicht so meins. Ich bin da eher... Es kommt dann zu Weihnachten. Ja, da kommt das Weihnachtstexturenpaket. Ja, auch wieder wahr. Vielleicht zu Ostern. Aber dann gibt es wieder ein Ostertexturenpaket und. Nee, aber Ostern war doch schon, ist doch schon rum. Ja, nächstes Jahr kommt es ja wieder. Echt? Ostern ist jedes Jahr? Manchmal.
Na, sowas. Das erklärt so einiges. Eins, zwei, drei, vier. Dum, 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 dum. Oh, da ist der Cobblestone leer. Wenn wir irgendwann mal Bock haben, dann könnten wir auch mal Lehm suchen. Fände ich auch ganz geil. Aber Lehm ist, finde ich, immer voll nervig, weil der ist halt im Wasser. Und ja, das ist... Im Wasser dauert immer alles so doppelt und dreifach irgendwie abzubauen. Und, So? Gut, 3 Stacks Keys. Das ist ein guter Anfang. Das schaut doch gut aus hier. Jetzt haben wir natürlich irgendwie... Ich meine, jetzt ist es zwar ein Lagerhaus, aber irgendwie muss man ja jetzt auch dann in den zweiten Stock kommen, ne? Wenn wir einen machen. Was ist mit der Spinne los? Hä? Wieso? Die ist irgendwie ein bisschen... Ja, ich habe von der Spinne jetzt nur die Augen gesehen. Ah, dann war es irgendwie eine Geisterspinne oder sowas. Vielleicht gibt's sowas. Da hinten ist noch eine Spinne und ein Creeper. Geronimo! Und Zombie. Boom. Boom! Nicht explodieren. Nee, nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich finde den jetzt doch irgendwie ganz hübsch. Was hier den Schuppen? Ach so. Ja, jetzt. Ist nur die Frage, wie wir jetzt da weitermachen. Wie macht man das? 1, 2. Habe ich Erde? Ne, die habe ich vorhin alle dir gegeben, ne? Kannst du aber was wieder haben? Ja, gib mir mal so ein paar Erde. Wo bist du? In meinem Häuschen. In deinem Häusle, na da ist er im Häusle drin. So, ich mache mal da ein paar Kühe. Und ein paar Schafe. Hinter dir, David, lass ihn doch. Er guckt so traurig im Wasser. Jetzt hau mal her. So, dann bekommst du mal Erde. Gut. Ich muss das mal ausprobieren, nämlich hier. Wie das hier, wie sich das so verhält. Jawohl. Sollten wir was essen? Okay, das würde genau passen. Ist aber irgendwie schon ganz schön eng. Also wenn man das anders macht. Ich meine, wir haben ja allen Platz der Welt, ne? Wenn man das so macht. Ja. 2 frei. Zack. Hm.
Nee, das gefällt mir nicht. Aber man könnte es auch einfach so machen. Alter! Was denn? Mini-Zombie? Da steckt ein Skelett hier fest im Wasser. Ja, hat es dich abgeschossen. Aber jetzt ist es tot. Eigentlich brauche ich ja... Ja, okay, das können wir schon so machen. Ja, ich habe nur gerade überlegt, wie ich die Kistenregale baue. Und bin doch jetzt dann doch schon auf einen schönen Weg gekommen, wie ich das so mache. Das ist doch wunderbar. Yes, sir. Dazu brauche ich aber Eichen. Die Eichen müssen weichen. Du nimmst mir die Worte aus dem... Ja. Ich bin ein guter Reimer. Und was sich reimt, ist gut. Das hat schon der Pumuckl gesagt. Ja. Ja. Ey, der Burger vorhin, der war der Hammer, ey. Ohne Mist, ich sag's dir. Erstens, das war ein Riesending. Und zweitens, machen die einfach auch echt gute Pommes dazu. Also, war echt lecker. Das ist schön. So. Ich meine Tür rausgefranst. Meine Nerven. Was machst du eigentlich? Wegebau. Achso. Bist du vom Elektrotechniker zum Straßenbaumeister übergegangen? Genau. Finde ich gut. Die frische Luft tut dir, glaube ich, auch ganz gut. Alter Stubenhocker. Ja, nachdem ich ja mittlerweile so wahnsinnig spannende Aufgaben habe, wie Geräteprüfung. Ja, machst du das immer noch? Ja. Wie lange dauert denn das bitte? Du warst doch letztes Jahr im Sommer schon beim Geräteprüfen. Oder machst du nichts anderes mehr? Ich versuche schon immer davor auszureisen, indem ich es einfach mal so 4 Wochen ignoriere. Aber es funktioniert nicht so gut. Ja, es kommt halt immer wieder. Das Problem ist, wenn du jetzt, was weiß ich, so Betriebe hast, halt in der Produktion muss es ja jährlich gemacht werden. Ja. Ah, geil. Das heißt, es ist jedes Jahr dein Job. Ja. Und jetzt habe ich das Vergnügen, im Juni und im Juli auf 2 Schulungen zu gehen. Wie man schneller Geräte prüft? Nein, wie man es richtig macht. Ach so. Weil da ändert sich ja ständig was in die Vorschriften und so weiter und so fort. Okay. Und ja, bin dann quasi TÜV zertifiziert. Geil. Bringt es irgendwas? Ja, im Endeffekt. Also für dich jetzt so persönlich?
Ja, schon, dann weiß ich halt über das Zeug Bescheid, ne? Und wenn ich so ein Zertifikat habe, ist ja auch schon mal was man hat, das hat man. Ja, in Deutschland ist ein Zertifikat immer ein gutes Zertifikat. Ich glaube, selbst wenn du in Deutschland zertifiziert bekommst, dass du Idiot bist, ist das immer noch, bist du immerhin ein zertifizierter Idiot im Vergleich zu einem Idioten, der kein Zertifikat hat. Richtig, richtig. Oder? Klingt plausibel. Kann ja auch nicht jeder Idiot sein. Nee. Ei, ei. Ey, ich sammle hier gerade Siblings ein, ne? Das Schwarzwirt. Der Sibling. Der Wahnsinn. Aber das sind halt alles Eichen-Siblings. Und die wachsen ja immer so kreuz und quer. Ich mag die Eichen eigentlich nicht, aber... Naja. Der Regen nervt. Hm. Wie viele von den Dingern habe ich denn jetzt schon? Naja, 1,5 Stacks. Das reicht eigentlich noch nicht. Ach, Holz. Ja, ja. Ja, keine Siblings. Das ist aber schon eine stattlich gewachsene Eiche hier. Wo äumelst du denn? Da hinten. Ach ja, okay. Meine Nerven, jedes Mal. Was denn? Wenn ich auf die Karte gucke und will sie wieder abnehmen. Ja, ey, das mache ich aber auch. Da hau ich sie immer weg. Ich auch. Jedes Mal. Immer wieder. Weil du halt denkst, du bist in der Karte drin. Ja. So, zurück. Ja. Karte gekloppt. Ich finde, das ist auch ein bisschen ungünstig gemacht mit der Karte. Ja. Wenn man die so auswählen könnte und dann... Dass man halt wieder raus muss, nicht einfach... Ja, naja, gut, aber es ist halt ein Inventargegenstand, ne? Also... Ja. Ist halt... Es ist halt, wie es ist. Das Leben ist hart mit den Karten. Ja, ja. Ey, sag mal, wie... Der Baum, der hört auch gar nicht auf. Ich steck da mittendrin. Und das Blöde ist, bei den riesen Eichen, wenn du die fällen willst, dann musst du halt wirklich jeden Mist... Jedes, ja. Holzding da raus. Jeden letzten Rest. Und ich finde nicht alle, glaube ich. Ah, da ist noch einer. Naja, gut. Dann lassen wir das jetzt mal gut sein für heute. Ah, da ist noch einer. Naja, den nehmen wir noch gar mit. Pick. So, pflanzen wir mal neue. Cool, ich habe genau einen Birkensetzling bekommen, aber 30 Eichen. Cool wäre es auch, wenn es Rehe geben würde, die deine Siblings wegfressen, wenn du die pflanzt. Dann müsstest du... Das würde nur... Was? Nur unnötig für Hass sorgen. Ja, fände ich aber voll gut. Ich bin immer pro Hass. Ich glaube, also die Menschen hassen eh viel zu wenig.
Und man ist alles so. Meinst du? Wir haben uns alle lieb. Ey, die Folge dauert schon wieder 20 Minuten. Das gibt's doch nicht. Wir spielen zu viel. Aber es geht heute auch einfach vorbei. Also wie im Flug einfach. Ja. Das ist Wahnsinn. Willst du dich mal wieder verabschieden heute, oder? Kann ich tun. Nachdem wir ja hier etwas getrennt unterwegs waren. Ach, du bist wieder da. Ja, wo bist du? Ich würde dir mal Hallo sagen. Hier wir unten. Haben uns ja heute den ganzen Tag nicht gesehen. Hier unten. Hallo, hallo. Jump around. Jump up and get down. Come down for what? Down with the sickness. Okay. Mal so blöde Frage, warum hast du eigentlich hier den Weg so krumm gebaut? Ah! Ich wollte halt eine Abbiegung machen. Ach so, wegen dem Loch? Oder was? Ja. Ach, das machen wir zu. Genau. Da unten. Ja, aber das ist meine Kiesquelle. Ach so. Ja, dann lass doch erstmal einfach frei. Ja, schon. Ich wollte halt hier rum. Ich meine, wir können es ja immer noch zu machen. Ja, eben. Ich habe den jetzt hier erstmal tiefer gelegt. Da können wir eine Stufe reinmachen. Jo. Okay, dann. Ja. Sagen wir Tschüss. Genau. Wie immer, subscribieren, teilen, liken. Like it, share it, stay with us. We love you. Yes, only you. Only you. Oh, jetzt ist mein Controller wieder. Das ist doch ein grüner Abschluss. Ja, genau. Auf Wiederhören.